Yo guys, what's up und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute mal ein etwas anderer Vlog. Heute erzähle ich nämlich im Nachhinein so ein bisschen über den Vlog und ich habe am Tag, wo ich gevloggt habe, natürlich auch was gefilmt so. Aber ich dachte mir so, ich will mal das ausprobieren, was Neues. Mal gucken, wie es am Ende wird. Ich muss es selbst ausprobieren. Und worum geht's im heutigen Vlog? Im heutigen Vlog habe ich mich mit Bjarne getroffen. Das ist auch ein Instagrammer, Fotograf, also auch in dem Bereich so aktiv. Und ja, mit ihm habe ich mich heute in Frankfurt getroffen. Und dann würde ich sagen, steppen wir auch direkt in die Aufnahme. Yo guys, what's up und damit herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ich bin hier heute mit Bjarne. Er wird sich später auf jeden Fall nochmal vorstellen und was er so macht. Jedenfalls sind wir heute hier in Frankfurt. Du hast mir letztens auf Instagram geschrieben, ob wir shooten wollen und da hat es dann ja nicht geklappt und hat es jetzt geklappt. Genau, wir sind hier heute zum Shooten. Und wir sind hier gerade an der Bockheimer Warte, die Station sagt vielleicht ein oder anderen was. Jedenfalls haben wir gerade schon ein, zwei geile Shots gezogen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Südbahnhof. Da sind auch etliche geile Spots. Ja, einfach shooten, einfach geilen Stuff produzieren und dann, Let's go, genau. Jo, und da haben wir auf jeden Fall relativ viel an der Bockheimer Warte geshootet, also das ist eine relativ basic Station, so in Frankfurt, die sollte man kennen, so als Fotograf. Und ja, ich würde einfach so sagen, das war so, um warm zu werden, so, weil am Anfang ist immer so, wenn man sich noch nicht kennt und so, da muss man erstmal gucken, so, wie geht es so miteinander und so und erstmal so miteinander klarkommen sozusagen. Also sind wir halt an die Bockheimer Warte gefahren, so, weil wir hatten beiden noch nichts irgendwie groß geplant, was wir jetzt wie genau vorhaben. Und da habe ich einfach gesagt, komm, lass zur Bockheimer Warte fahren. Und da kann man immer geilen Stuff shooten eigentlich, also so Porträtbereich und so kann man immer was Geiles machen. Er war da vor allem auch noch nie, deswegen haben wir gesagt, fahren wir da hin. Und danach sind wir eben auch dann direkt wieder zum Hauptbahnhof und haben gesagt, wir fahren jetzt zum Südbahnhof. Und dachten so, jo, wir fahren jetzt mit der Regionalbahn, die ist schön schnell am Südbahnhof, 5 Minuten. Mit der S-Bahn irgendwie 10 oder 15 Minuten. Und da dachten wir, jo, perfekt, nehmen wir jetzt schnell den Regionalexpress. So, ja, Pustekuchen, wir sind letzten Endes irgendwie 12 Minuten mit dem Regionalexpress gefahren. Plus nochmal 5 Minuten Verspätung, da wären wir im Endeffekt deutlich schneller mit der S-Bahn gewesen, aber gut. Jedenfalls sind wir dann am Südbahnhof in ein Parkhaus gegangen und was wir da so geshootet haben, seht ihr jetzt. So Leute, und damit sind wir jetzt hier auf jeden Fall auch in einem Parkhaus in der Nähe vom Südbahnhof. Das haben wir so total spontan gefunden, weil wir haben halt so geguckt, was ist oben so, was wir shooten können und ja, wir sind zum Südbahnhof raus und keine 200 Meter weit weg ist hier dieses Parkhaus und es ist schon ziemlich geil und wir haben ja gerade schon einige geile Shots gezogen. Also ich glaube, heute am Ende der Session haben wir echt einige mega Banger. Und dann würde ich sagen, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du so? Genau. Ja, ich bin Bjarne, ich bin 19 Jahre alt und mache auf Instagram Urban und Porträtfotografie. Ja. Okay, nice. Dann würde ich sagen, shooten wir jetzt auf jeden Fall noch weiter und dann, ja, let's go. Okay Leute, und jetzt merkt ihr vielleicht gerade schon, dass der Ton etwas lost ist bei der Aufnahme. Liegt daran, mein Mikrofon habe ich hier in der Hand und ja, da ist was passiert, was nicht so geil ist. Wir sind gerade gelaufen hier zum einen Spot und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Jedenfalls, ich habe nur mein Mikro angefasst wirklich. Da merke ich so, oh, da hat sich was gelöst und ja, es ist abgebrochen. Die Halterung hängt noch oben auf der Kamera drauf. Ich muss jetzt, wenn ich zu Hause bin, mal versuchen, irgendwie, ob ich das noch kleben kann, ansonsten muss halt ein neues Mikrofon her. Jedenfalls entschuldige ich mich dann schon mal für einen nicht so geilen Ton hier. Wir sind hier bei so einem Block, da könnte man denken, es ist Frankfurt-Marzahn. Hier war ich mit Lars auch schon mal und dann würde ich sagen, ja, wir ziehen jetzt noch ein paar geile Shots und dann, ja, let's go.
der U-Bahn gefahren zum Dom Römer und wir suchen jetzt hier noch so ein Parkhaus oder so. Das haben wir bei jemand anderem im Insta-Feed gesehen, bei, ich weiß nicht mehr wie er heißt, ich blende euch den Namen hier ein. Jedenfalls suchen wir jetzt das Parkhaus und er hat nämlich geschrieben, es ist in der Nähe vom Dom Römer und ja, dann lass mal versuchen, ob wir es finden. So, und da geht auf jeden Fall nochmal ein dickes Shoutout an Pascal bzw. Visual Iris raus, der uns den Spot verraten hat. Das war dann auch der letzte Spot für heute. Da sind wir dann eben hingefahren und haben versucht, den zu finden und es hat echt nicht lange gedauert. Haben halt mal geschaut und haben es wirklich innerhalb von 5 Minuten gefunden. Und da würde ich sagen, lassen wir jetzt einfach das B-Roll für sich sprechen. Und damit sind wir jetzt auch wieder an der U-Bahn-Station. Wir fahren jetzt in einer Minute zum Hauptbahnhof und dann fahre ich von da aus nach Hause und Biane fährt auch nach Hause, aber Biane muss irgendwie 2 Stunden fahren irgendwie. Ja. Das ist ziemlich heftig und ich fahre nur eine 3/4 Stunde und 2 Stunden ist schon heftig. Nächster Zug U5 in Richtung Hauptbahnhof über Willy-Brandt-Platz. Da hört ihr es schon. Jedenfalls fahren wir jetzt wieder zum Hauptbahnhof, dann fahren wir heim und dann würde ich sagen, ja, let's go einfach. So Leute, und das war's auch auf jeden Fall für heute. Ich fahre jetzt heim, du hast noch ein paar Minuten zu warten. Ja, es sind 20 Minuten noch. Ja, okay. Ich verstehe mich wahrscheinlich gerade absolut nicht. Egal, wie gesagt, heute haben wir zwar einiges an geilen Shots gezogen, dann ist aber auch noch technischer Kram kaputt gegangen, sprich beim Mikrofon. Ja, ansonsten war auf jeden Fall eine übel erfolgreiche Session heute. Also wirklich, wir waren an so vielen geilen Spots, wirklich, die ich auch vorher noch nicht kannte. Und du ja sowieso nicht, ne? Und ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Mach's gut, wir sehen uns dann. Und ja, da kann ich mir nachher eigentlich auch nichts mehr hinzufügen. War echt eine mega geile Session, mega geile Shows bei rumgekommen. Und es macht immer wieder Spaß, sich mit neuen Leuten zu connecten, auszutauschen und ja, gemeinsam geilen Stuff zu produzieren halt. Und ja, es war, denke ich, definitiv nicht das letzte Mal, dass wir miteinander geschult haben. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt auch einfach schnell nochmal nach Hause. Okay Leute, und jetzt auch wieder zu Hause. Versuche ich jetzt hier nochmal mein Mikrofon nochmal zu kleben, in der Hoffnung, dass es danach hält, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Bock mehr, jetzt direkt ein neues zu kaufen. So, ich meine, wenn es kaputt ist und es nicht mehr hält, dann muss ich mir ein neues kaufen, dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig. Aber nichtsdestotrotz versuche ich es jetzt nochmal zu kleben mit Sekundenkleber und mal gucken, vielleicht klappt es ja sogar. Deswegen hier einmal Kraftkleber, Sekundenkleber, wie auch immer. Und ich würde sagen, ich mache das jetzt quasi wieder hier fest, wo das auch vorher fest war, also sprich so. Ich hatte jetzt überlegt, ob ich es irgendwie hier oben festmache so, aber dann wackelt es im Endeffekt dann genauso. Deswegen, ich mache es hier hinten wieder fest und ich versuche es auf jeden Fall erstmal so hier hinten nochmal dran zu kleben. Oh, der Kleber läuft schon raus, scheiße. Und ja Leute, was glaubt ihr? Hat es geklappt oder nicht, das Mikrofon zu reparieren? Ja, es hat tatsächlich geklappt, ob man es glaubt oder nicht. Ich kann euch ja gerade mal zeigen, wie ich es repariert habe. Also ich habe es halt relativ simpel gemacht. Ich habe dann halt versucht, das hier hinten dran zu machen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Und dann habe ich es halt oben drauf gemacht und habe es da erstmal mit Kleber befestigt. Habe dann da quasi eine Klammer drauf gesteckt, sodass es über Nacht dann quasi trocknen kann. Und dann habe ich heute Morgen noch Klebeband drum gewickelt. Wir hatten leider kein Panzertape, sonst hätte ich gern Panzertape genommen. Halt einfach, um das noch so ein bisschen, ja, in Anführungszeichen, zu stabilisieren. Was heißt stabilisieren? Ja, mehr oder weniger einfach nochmal drum gewickelt. Mal gucken, wie lange es jetzt hält. Und wenn es halt nicht mehr hält, dann muss ich mir halt ein neues kaufen. Aber ich setze erstmal hier drauf. Und ja, dann würde ich abschließend sagen, war es mit diesem Vlog. Schreibt mir doch gerne mal, wie ihr diese Art von Vlogs fandet, wenn ich so zwischendrin von zu Hause an immer noch mal sowas nachkommentiere, dazu sage oder sowas. Oder ja, ob ich es halt lassen soll. Und dann würde ich noch sagen, markiert euch den 16.8. im Kalender. Da launchen unsere Klamotten von Julian und mir. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.